Opatia, Opatia oder Abazia. Pittoreskes Seebad im Nordosten Istriens in der Quarner Bucht mit 12.000 Einwohnern. Knapp 1% davon gehört zur italienischen Minderheit. Eine kleine Minderheit mit großer Bedeutung. Die italienische Minderheit hat in Kroatien vieles gemacht. Insbesondere für die Toleranz in den ganzen Raum. Weil von Anfang haben wir zusammen, ich als Kroate mit meinen Kollegen und Kolleginnen Italiener in Istrien, haben wir gezeigt, wie man wirklich zusammenleben kann. Nach einer wechsel- und schmerzvollen Geschichte und im Gegensatz zur Situation anderer Minderheiten in der Region ist das Zusammenleben hier von Freundschaft und gegenseitiger Achtung geprägt. Wir werden auch hier in der Stadt gut behandelt. Wir haben hier alle Türen offen für jegliche Belange. Wir haben auch einen wunderbaren Bürgermeister, mit dem ich befreundet bin. Unsere Gemeinschaft hat ihm viel zu verdanken. Der Sitz der italienischen Gemeinschaft in der Villa Antonio ist auch Austragungsort der diesjährigen MIDAS-Generalversammlung. Die Europäische Vereinigung von Tageszeitungen in Minderheiten und Regionalsprachen gibt es seit 2001. Austauschprogramme, Förderpreise, Studienreisen in Minderheitengebiete stehen im Zentrum, denn 50 Millionen Menschen in der Europäischen Union sprechen eine andere Sprache als die Amtssprache. Der Schutz und die Förderung der Minderheitensprachen stehen auch im Zentrum einer Erklärung, die der EU-Politiker Ivan Jakovčić im EU-Parlament eingebracht hat. Wir müssen nicht nur tolerant sein, wir müssen eine Kultur haben, dass wir zusammenleben. Wir haben verschiedene Sprachen in Europa, wir haben verschiedene Religionen in Europa. Und ich will mit dieser Erklärung wirklich einen Sprung weitermachen. Die Vielfalt pflegen und in ihr eine Chance sehen. 26 Zeitungen in 12 Sprachen und 3 Millionen Leser. Die konstruktive Vernetzung der Minderheiten ist Auftrag und Ziel der MIDAS. Was vor 20 Jahren nicht war, zum Beispiel eine Zusammenarbeit zwischen Minderheitentageszeitungen. Jetzt berichten wir regelmäßig über die einzelnen Minderheiten. Und das ist sehr wichtig für uns selbst, für die einzelnen Minderheiten, unsere eigene Situation besser zu verstehen und unsere Probleme besser vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen anderen Minderheiten zu lösen. Einen wichtigen Beitrag auf Probleme und Themen der italienischen Minderheit Kroatiens aufmerksam zu machen, leistet La Voce del Popolo, Tageszeitung des Verlagshauses Edit mit Sitz in Rijeka. Wir bemühen uns, eine Zeitung zu sein, die allen Nachrichten gesamtstaatlicher Bedeutung Platz gibt. An Tagen, wo unsere Themen, also Minderheitenthemen, im Vordergrund stehen, geben wir klarerweise diesen mehr Platz. Die erste Ausgabe wird 1944 gedruckt, mitten im Krieg zwischen Partisanen und Nationalsozialisten. Die Stimme der autochthonen Minderheit ist auch im kommunistischen Jugoslawien nicht verstummt. Die letzten 4 Generationen hier sind mit 4 verschiedenen Staatsbürgerschaften geboren. Dieses Erbe ist eine große Herausforderung. Aber mit der Eigenständigkeitserklärung und dem zunehmend demokratischen Klima geht der Weg Anfang der 1990er Jahre Richtung EU. Zeigt der Beitritt 2013 schon eine Auswirkung? Da wir als Minderheit in Slowenien und in Kroatien präsent sind und Slowenien ja schon viele Jahre vor uns Teil der EU wurde, ist das natürlich ein Vorteil für die gesamte italienische Minderheit in Istrien. Der slowenische Teil ist schon in vielen Bereichen beteiligt, der kroatische Teil hinkt hingegen ein wenig nach. Ich als Journalist beobachte, dass nun auch Kroatien nachzieht. Es bewegt sich was, auch auf der MIDAS-Generalversammlung, wo am Abend die Preise verliehen werden. Der MIDAS-Journalistenpreis 2015 und der Otto-von-Habsburg-Preis. Er geht an den kroatischen Journalisten Inoslav Beška für seine Arbeit zu Minderheitenthemen. Und er gibt uns über die Verantwortung, die die Medien in der heutigen Zeit haben, ein kritisches Schlusswort.
Wir sind noch nicht imstande, die Verantwortung für das öffentliche Wort zu übernehmen. Ich meine nicht nur das gedruckte Wort, angesichts dessen, dass es die gedruckte Zeitung im ursprünglichen Sinne bald nicht mehr geben wird. Vor allem im Internet. Dort gibt es die Möglichkeit, sein Gesicht und seinen Namen zu verstecken. Und dort wird eine nahezu unmenschliche Bosheit entwickelt.